Das ist der jüngste Beitrag zum Thema autonomes Fahren. Ein Experimentalfahrzeug aus dem Hause Panasonic. Der kompakte Zweisitzer ist mit Sensorentechnik und 5 Kameras ausgestattet. Derzeit testen die japanischen Entwickler, wie das System mit der Erfassung der Umwelt zurechtkommt und ob Bremsen und Lenkrad korrekt auf die von den Kameras erfassten Daten reagieren. Erst vor kurzem hat Panasonic das deutsche Softwareunternehmen Open Synergy übernommen. Die Hightech-Firma soll dabei helfen, unterschiedliche Betriebssysteme in ein kompaktes Cockpit-System zu integrieren, mit Blick auf das autonome Fahren. Unsere Firma sieht darin ein großes Entwicklungspotenzial. Die Automobilindustrie ist zunehmend abhängig von Technologien im Elektroniksektor. Der japanische Konzern sagt voraus, dass sich der weltweite Umsatz im Bereich autonomes Fahren in den kommenden 2 Jahren um 150% auf stolze 4,7 Milliarden Euro steigern dürfte. Weiter geht's nach Hollywood ins vollautomatische Parkhaus. Hier übernehmen Roboter und Computer das Abstellen und Rangieren der Autos. Der User parkt ganz einfach in der Box, zieht sein Ticket. Das intelligente Parkhaus übernimmt den Rest. Der Vorteil, das System spart Platz. Außerdem werden weniger Abgase freigesetzt, weil keine Autos mehr über die Zugangsrampen rollen. Ähnliche automatische Parksysteme gibt es auch in Deutschland, beispielsweise am Düsseldorfer Flughafen.